Mach's gut, Nagisa. Ja, tschüss, bis morgen. Na, sieh mal einer an, da ist ja Nagisa. Der hat sich in der E-Klasse ja so richtig eingelebt. Oh Mann, wie uncool. Der wird ganz sicher nicht mehr in unsere Klasse zurückkommen. Und dieser Akabane, der letztes Jahr von der Schule verwiesen wurde, der ist jetzt auch in der E-Klasse. Das ist ja das Letzte. Also ich würde lieber sterben, als dahin zu müssen. Ihr würdet dazu lieber sterben. Wollt ihr jetzt sterben? Na, Akabane, schnell weg! Als ob ich sowas tun würde. Ich kann doch nicht schon wieder von der Schule fliegen, wenn so ein schönes Spielzeug auf mich wartet. Karma-kun. Hör mal, Nagisa. Ich hätte da eine Frage an dich. Du weißt doch viel über Koro-sensei, oder? Naja, ein wenig schon. Meinst du, er wird wütend, wenn ich ihn Oktopus nenne? Oktopus? Eher im Gegenteil. Er bezeichnet sich sogar selbst als Oktopus und wählt ihn auch als Avatar bei Spielen aus. Neulich vergrub er sich im Sandkasten. Krakenfangtopf. Und fand sich selbst super lustig. Der Oktopus ist irgendwie sowas wie ein Markenzeichen für ihn, denke ich. Ah. Dann habe ich mir umsonst Gedanken gemacht. Karma-kun, was hast du denn als nächstes vor? Ich bin wirklich froh. Ich wollte gar nicht, dass er einfach nur ein Monster ist. Aber er ist ja auch ein richtiger Lehrer. Ich kann also einen richtigen Lehrer töten, nicht wahr? Letztes Mal war es anders. Da ist der Lehrer einfach von allein gestorben. Hä?